Ich fahre nicht gerne Autobahnen, weil wir lieber neben der Straße fahren mit unseren Autos. Da fällt mir nur ein, dass es viel Stau gibt, viel Verkehr und viele Unfälle. War das früher anders? Ja, das war früher anders, weil es viel weniger Autos gegeben hat. Wir haben viel zu viele Autos auf deutschen Straßen. Und viel Verkehr, Stau, das ist das, was mir in den Kopf kommt, wenn ich Autobahn höre. Also was Schönes eigentlich, wenn mal Stau ist, machen wir immer so ein bisschen den Weg zum Ziel. Also das hat immer ganz entspannt geklappt, auch mit den Kindern dann, dass wir ja, da uns gar nicht haben so stressen lassen. Das ist immer ganz gut, weil halt es meistens Urlaub war, kein geschäftliches Fahren auf der Autobahn, das haben wir nicht. Raststätte, tanken und Toilette. Ich finde es cool, dass man schnell vorankommt und dass sich in den letzten 2-3 Jahren das mit der Rettungsgasse so ein bisschen wieder verbessert hat. Ich bin jetzt Berufsfahrerin seit 2 Jahren und daher fällt es mir halt extrem auf, dass es katastrophal ist auf den Autobahnen. Also auf der rechten Spur kann man entspannt fahren und ist wahrscheinlich auch besser mit dem Wohnmobil. Und hat natürlich auch immer was mit Urlaub zu tun, auf die Autobahn zu fahren. Und da kommt man schnell und einfach zu dem Ziel, was man sich gesteckt hat, an. Und dann, ja, wunderbar, dass es gibt. Viele Autos. Zu viele Autos? Zu viele. Ja, freilich. Da hat es nur 2-spurige Autobahnen gegeben und keine 4-spurigen. Und die Leute waren einfach ja, vernünftiger, einfühlsamer und haben mehr mitgedacht und nicht immer nur gedrängt und reingebarzt und nur rasen. Das war ganz anders früher. Mein täglicher Weg in die Arbeit. Aber ich fahre lieber Landstraßen, ehrlich gesagt. Also Autobahn, das ist mir zu stressig mittlerweile. Ja, früher war das schon wesentlich, sag mal, weniger Verkehr, übersichtlicher. Ist doch ziemlich hektisch geworden. Die Erinnerungen sind die mit unserem Wohnwagen und mit unseren 2 Kindern. Und die böse Erinnerung war ein Unfall in Österreich, auch mit Wohnwagen und mit unseren 2 Kindern. Und da hat unser Rennfahrer oder ein schnelles Auto die Vorfahrt genommen. Und mein Mann ist in Schlingen gekommen und der Wohnwagen ist uns ins Auto rein. Und hinten waren die Kinder und dann habe ich nur noch gedacht, so, wir sind alle 4 jetzt zusammen, egal. Aber es ist Gott sei Dank uns nichts passiert. Nur Auto und Wohnwagen waren kaputt. Das war die schlimmste Erinnerung bisher. Wir fahren öfters nach Italien über den Brenner. Das ist eine schöne Sache, das ist eine schöne Strecke. Da kommt man dann runter und dann geht es weiter nach Bozen und Trento. Und da fahren wir gerne hin an Gardasee. Ja, das ist schön. Tempolimit ja oder nein? Ja. Also ich bin eher dagegen, weil das jeder selber für sich entscheiden sollte, wie schnell und wie langsam er fahren darf und sollte. Und deswegen finde ich es nicht gut, wenn man das komplett verneint. Ja. Wenn jeder vernünftig wäre, dann bin ich auch dagegen, das Tempolimit zu setzen. Natürlich gibt es immer mal den einen oder anderen Raser, aber ja. Zur Sicherheit. Also es hält sich kaum einer an Tempolimits, mir fällt das ganz arg auf, es ist einfach ultra gefährlich. Ich bin definitiv für ein Tempolimit auf Autobahnen.